Eigentlich wenige, gell? Heute am 11.3. will ich ein ganz kleines Udo-Update machen. Für den Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Es wird immer enger. Diese Wende, du hast den Joystick in der Hand, sage ich letztendlich, und du wirst jetzt maßgeblich mit jeder Kleinigkeit, wo du unachtsam auf irgendwas einsteigst, auf irgendwelche Meldungen einsteigst, die in dir auftauchen. Ich nenne das immer Reizauslöser. Wirst du ganz massiv das, was auf dich zukommen wird, beeinflussen. Was natürlich in dir auftaucht, taucht immer hier und jetzt auf. Es gibt keine Zukunft. Das sind so kleine elementare Sätze. Und sobald ich jetzt behaupte, es gibt keine Zukunft, ist das eine einseitige Aussage. Selbstverständlich gibt es eine Zukunft. Aber die Zukunft ist hier und jetzt. Weil jeder Gedanke, den du denkst, denkst du hier und jetzt. Und wenn ich in Selbstgesprächen immer wieder darauf hingewiesen habe, im Meer, dass das, was ich hier erzähle mit Holofeeling als Brüssel Udo, als Lautsprecher, hundertprozentig sicher ist, so hundertprozentig sicher, dass jedes 13-jährige Kind, normal gedacht, wie du dir jetzt Menschen ausdenkst, hier und jetzt sofort auf der Stelle hundertprozentig sicher überprüfen kann, dass es so ist, wie ich es behaupte. Damit betone ich, dass du keinen großen Intellekt, kein Studium gemacht haben musst, das macht dich eigentlich nur blind. Und ich lege dir jetzt nochmal ins Herz, ins rote Herz. Achte genau auf das, was ich jetzt rede, was ich dich hinweise. Als erstes, du wirst für alles bezahlen müssen. Allen voran für deine Unachtsamkeit. Du wirst schonungslos zur Rechenschaft gezogen. Es gibt ein himmlisches Gesetz, das ist nicht verhandelbar. Du bist entweder schuldig oder nicht schuldig. Und da bin ich oft drauf eingegangen. Es gibt aber in der normalen Welt natürlich auch die Kehrseiten, die vier Seiten, dass welche schuldig sind. Obwohl sie unschuldig gesprochen werden, freigesprochen werden. Wobei das freigesprochen heißt letztendlich, du wirst wieder in die normale Welt hineingeschmissen, wo du ums Überleben kämpfst und vor so viele Sachen Angst hast. Ob das dann wirklich frei geworden heißt, nur weil man dich freigesprochen hat. Wirklich frei bist du in dem Moment, wo ich dich aus dieser Welt heraushobele und auf eine höhere geistige Ebene stelle. Das ist die Tür ins Himmelreich, wie man das in der Esoterik nennt. Dann bist du frei. Wie auch immer das aussehen mag, aber du kannst nicht von unten nach oben sehen. Und dann haben wir auch die andere Seite, dass du eben, obwohl du unschuldig bist, in einem gewissen Maß ins Gefängnis kommst. Das sind unsere vier Seiten. Und ich mache das, reduziere das immer auf drei. Ich sage, du bist entweder schuldig oder du bist unschuldig. Und ich sage dir gleich, du bist schuldig erst dann in dem Moment, wo du Holofeeling kennst, wo ich Holofeeling in dir auftauchen lassen habe. Alle Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, die von Holofeeling nichts gehört haben und nichts wissen wollen, die sind prinzipiell unschuldig. Ja. Ich werde niemals irgendeinen von dir ausgedachten Menschen, mag es ein Massenmörder sein, ein Sexualverbrecher sein, keinen dieser Menschen werde ich zur Rechenschaft ziehen. Ich verweise noch mal kurz, ich bin sehr oft auf den Calvinismus eingegangen. Dieses Gesetz des Calvinismus, dass das Leben, das ein Mensch führt, egal ob er einen Heiligen macht, einen super guten Menschen macht, in Bezug deiner Vorstellung von guten Menschen, oder ob ein Massenmörder ein schlechter ist, ein böser Mensch, der alle betrügt und lügt, das entscheidet nicht, ob du in den Himmel kommst oder in die Hölle. Das schreibt der Calvinismus vor, ein großes Problem wieder. Die einen wollen in den Himmel und in die Hölle will keiner. Und ich zeige dir den Weg, der hier hinführt in den Mittelpunkt, wenn du das kleine Bild anschaust hier, jetzt den Brösel Udo, aus dem diese zwei Seiten entspringen. Genau. Das ist unsere Sache, ist jetzt eine Welle, ein Berg oder ein Tal, wo willst du hin, nach unten oder nach oben? Ja. Keiner will in die Mitte. Da kannst du übrigens gar nicht hinkommen, ich betone es immer wieder, da bist du die ganze Zeit, du hast es bloß vergessen. Eben, das ist es. Ja. Das ist der Heiligung, das ist die wirkliche Freiheit. Ja. Und jetzt bringe ich jetzt in ganz wenigen Worten das nochmal auf den Punkt. Es wird keiner zur Rechenschaft gezogen, den du dir ausdenkst, sondern nur einzig der sich die unbewusst ausdenkt und Schuldzuweisungen macht. Und jetzt bitte folge genau meinen Worten, geh diesen Gedankengang mit. Es ist hundertprozentig sicher, dass in dem Moment,
Und ich betone nochmal diese Radix MOM im Hebräischen, wenn du Memwaf Mem eingibst, MOM. Das heißt Fehler. Denkst du dir was aus? In dem Moment, wo du dir was ausdenkst, entsteht in dir eine Information. Jetzt müssen wir wissen, wir haben zuerst einmal diese Schritte, wir haben ein absolutes Nichts, das ist Gott. All. Der Urknall, bevor er geknallt hat. Und in dem Moment entspringt etwas in dich, es taucht in dir etwas auf. Oder ich sage, wenn du dir den Gott in den Himmel hochdenkst, fällt dir was ein. Das heißt, es entsteht in dir eine Information. Jede Information, die in dir entsteht, kommt aus diesem Gott, aus diesem Nichts. Und dann kannst du dir diese Information zusätzlich noch ausdenken. Dann haben wir ein Innerhalb und ein Außerhalb. Das ist das Spiel mit der Kamera Obscura. Das musst du jetzt nicht verstehen. Ich will dir sehr einfach halten. Also jetzt starte ich nochmal ein. In dem Moment, wo du an irgendeinen Menschen denkst, ich bleibe jetzt nur bei einem Menschen, das gilt für alles, was du denkst. Ob du dir ein heliozentrisches Weltbild denkst, an Motor, an Maus, an Katze, Rumpelstützchen, Superman, Hitler, Einstein. In dem Moment, wo du an einen Menschen, an irgendetwas, wir reduzieren das auf einen Menschen, Bindestrich Trockennasenaffenkörper, in dem Moment, wo du an einen Menschen denkst, entsteht in dir die Information dieses Menschen, als Information, die von dir erschaffen wird. Das ist hundertprozentig sicher. Gleichgültig, ob du jetzt an eine historische Persönlichkeit denkst oder an eine Fantasie- oder Märchenfigur oder an ein grünes Maßmännchen. Dieser Mensch, den du denkst, der wird für dich genauso in dir in Erscheinung treten, so sein, wie du denkst, dass er ist. Dieser Mensch, den du jetzt denkst, den du erschaffst, der wird genauso sein, wie er von dir gedacht wird. Und er wird nur so lange in dir drin sein, solange du ihn denkst, und sobald du ihn nicht mehr denkst, ist er weg. Das ist hundertprozentig sicher. Jetzt mache ich den letzten Satz, der ist noch viel schlimmer, um dir deine Geistlosigkeit zu demonstrieren. Der Materialismus lehnt es massiv ab, das macht dich blind. Ich könnte jetzt wieder einfach sagen, biblisches Geschwätz. Du solltest das erste und das zweite Gebot halten. Das gilt nämlich auch, wenn du an dich selbst denkst, erschaffst du in dir einen Trockennasen auf dem Körper, wo du sagst, das bin ich. Das genauso ein Gedanke ist wie jeder Gedanke, Sätze für Gedanke, das Wort Information, das genauso eine Information ist, so wie jeder Mensch, den du denkst. Bloß halt dann sinnlich wahrgenommen, die vier Stufen der Vergessenheit nenne ich das. Jetzt kommt das nächste Problem. In dem Moment, wo du dir einen Menschen denkst, einen bösen, einen schrecklichen Menschen, einen Menschen, der so ist, wie du nie Menschen haben willst, ist dir gar nicht bewusst, dass der so, wie er dir jetzt erscheint, nur deshalb so ist, weil du ihn dir so ausdenkst. Und jetzt regst du dich gnadenlos über diesen Menschen auf, den du selbst in dir erschaffen hast, weil du meinst, du hast mit dieser Schöpfung nichts zu tun. Und wirfst den vor, dass er so ist und willst, dass er anders ist. Obwohl der Gedanke, dieser Mensch, den du denkst, gar keinen Einfluss darauf hat, wie du ihn denkst. Der kriegt das gar nicht mit, weil es nur ein Gedanke ist. Meinst du, ein Gedanke, den du denkst, kriegt mit, dass du ihn denkst? Ich führe dir die Schizophrenie von hochstudierten Menschen, die du deine Elite nennst, die funktionieren nämlich genauso wie du, soll dir ein Geist im Hintergrund sein. Also wie krank ist eigentlich eine geistige Psyche, wenn ich mir schreckliche Dinge ausdenke, unbewusst wohlgemerkt. Wir haben natürlich eine andere Seite, man kann sich die Sachen durchaus bewusst ausdenken und dann macht es Spaß. Und den Sachen, die ich erschaffen habe, vorwirft, dass sie so sind, wie sie von mir erschaffen wurde, und ich reg mich dann noch drüber auf und ich fühle mich dann unheimlich schlecht. Das ist das Problem der normalen Menschen. Holofeeling ist ein Quantensprung in ein vollkommen neues Denksystem. Es hält zuerst einmal die göttlichen Gebote, und ich habe es tausende Male erwähnt, halt einfach zuerst einmal das erste und das zweite Gebot. Mach dir kein Bild von dir selbst, mach dir kein Bild von irgendwas da drüben am Himmel oder da unten auf der Erde. Das heißt, mach dir jeden Moment bewusst, dass in dem Moment, wo du eine Information zu sehen bekommst, und es ist jeden Moment eine neue Information, von Augenblick zu Augenblick, dass diese von dir geträumten Informationen sich nicht raussuchen können, dass du sie so träumst. Kein Putin, kein Amerika, nicht so niemand. Ihr solltet ein bisschen auf die Weisen deiner Vergangenheit hören.
Das ist das große Problem, wenn ich immer wieder darauf hinweise, du hast einen gewissen Intellekt, den du zum Denken benutzt, deinen Schwamminhalt, den konntest du dir nicht raussuchen. Das muss man auch, man muss wirklich, wenn ich jetzt bewusst chronologisch denke, man muss das 20, 25 Jahre wiederholen, bis man das checkt, bis man diese einfachen Worte checkt. Ich bringe immer wieder dieselben Beispiele, dass ich jetzt, und jetzt reden wir mal ganz von Brösel zu Brösel, die alten Hasen, die du jetzt zum Beispiel vor dir hast. Ich weiß, wie lange seid ihr jetzt dabei? Jetzt nochmal gesprochen? 23. 23. Reda ist, glaube ich, sogar noch länger. Das erste Mal. Du warst ja mit einer von den allerersten, in die ersten Vorträge. Mhm. Wenn du das nicht ständig wiederholst, und jetzt habe ich so Leute, wo jetzt so richtig dieses Verstehen, die Leute können das eh nicht verstehen, ich rede jetzt bröselmäßig normal von Brösel zu Brösel. Wenn du bewusst bist, ist dir das bewusst, was du denkst. Und ich sage immer wieder, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, den ich mir ausdenke, vorwerfe, dass er so ist, wie er von mir jetzt gedacht. Mhm. Jetzt ist die Frage, bist du bloß ein Auto als Zeichenerwecker, indem du was liest oder hörst und machst aus den Worten dann Vorstellungen, wenn du eine Zeitung liest? Oder bist du ein Auto, der die Worte entwirft? Und dann wirst du feststellen, jetzt kannst du durchaus bewusst böse Menschenfresser, Monster, Kriegsverbrecher, mhm. Mörder erschaffen, in dem Moment, wo du dich hinsetzt und du schreibst einen Roman, einen Krimi oder Gruselgeschichte. Hm. Oberflächlich betrachtet, die Bilder sind dieselben. Ja. Es ist nur eine andere Einstellung dazu. Du brauchst diese Unterschiede für die lebendigen Geschichten, dass wir was erleben können. Da gibt es dann aber auch keine Schutzzuweisung. Du kannst dich nicht hinsetzen, einen tollen Krimi schreiben mit einem Massenmörder oder einem Sexualverbrecher, der junge Mädchen vergewaltigt, mhm. und den dann vorwerfen, dass er so ist, wie du ihn in die Geschichte reingeschrieben hast. Und wir machen hier jetzt kein Science Fiction. Es ist definitiv diese Sätze, die ich dir jetzt gerade gesagt habe, sind hundertprozentig sicher. Es existiert ein konstanter Parameter, ein alles verbindender Parameter. Jetzt mache ich nochmal so einen alten Satz, dass du merkst, wie viele tausende Male, wenn du jetzt 20 Jahre oder 25 Jahre Holofeeling machst, wie viele tausende Male du das gehört hast im Studium der Selbstgespräche. Was hat ein Känguru in Australien, ein Neandertal in der Steinzeit und der Alphatum in Paris gemeinsam? Eben. Zuerst einmal den Geist, der sich das jetzt ausdenkt. Ja. Ein Denker ist Gott für die Welt, die er sich ausdenkt. Das ist übrigens hundertprozentig sicher. Diese Gedanken wird es ohne ihn nicht geben. Und dieses ganze Spiel spielt sich in ihm selber, B. Rashid, inmitten seines Kopfes ab. Und das Erste, was du jetzt akzeptieren werden musst, dass all die Antagonisten in deinem Traum, alle ohne Wenn und Aber, die Figuren in einem Traum, keine Überlebenschance haben. Das gilt sogar für den Körper, an den du denkst, wenn du an dich selber denkst. Mhm. Die Apokalypse, ich sage jetzt nur wieder vom Säugling bis zum Greis. Es bist nicht du, es ändert sich nichts an dir. Ich wiederhole das, das musst du wiederholen und dann wirst du merken, diese unendliche Geistlosigkeit dieser Masse und du hängst da dran, ohne Ende, du wiederholst es. In der Esoterik gibt es diesen schönen Satz, sobald du dich mit was beschäftigst, dich über was aufregst, was Böses postulierst, gibst du diesem Bösen in dir Energie. Mhm. Das heißt letztendlich deinem Ego. Du gibst nur deinem Ego Energie, das Recht haben will. Weil du bist ja der Gute. Und nichts ist trügerischer wie diese Gutheit, diese Gutmenschen in deiner Welt. Alles, was dir logisch erscheint, logisch ist gleich gut und richtig. Und da musst dir bewusst werden, umso mehr du meinst, du bist der Gute, dass dir gar nicht bewusst ist, in dem Moment, wie viel Feindbilder du postulierst und im selben Moment sagst du wieder, ich bin vielleicht ein Christ. Wie ist mit Liebe deine Feinde? Ich sage, liebe die Kehrseiten, sonst wirst du nie diesen heiligen Mittelpunkt, du wirst niemals bis in alle Ewigkeit deine Freiheit erleben. Du bist ewig, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Und ich betone nochmal, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Und wir sind jetzt die nächsten hier und jetzt ausgedachten Tage. Jeder Tag ist heute. Ist ein Cutpunkt. Und es ist ein göttliches Gesetz. Du wirst tausende von Jahren leiden. Ein Tag ist wie tausend Jahre, bis du dich wieder eines Besseren besitzt. Und es wird nur jetzt, das Leid wird jetzt abgestellt, in dem Moment, wo du diese einfachen Sätze wirklich begreifst und sagst, ja, genau so ist es.
indem du dich nicht mehr von irgendwelchen ausgedachten Menschen leiden und animieren lässt für irgendeine Einseitigkeit von richtig und verkehrt, sondern nur noch auf den einen in deinem absoluten Zentrum hörst, der zu dir sagt, liebe diese ganzen Facetten, es sind Facetten von dir selbst. Die Naturwissenschaft des letzten Jahrhunderts bzw. Jahrtausends hat zur vollkommenen Entgeistigung deiner eigenen Entgeistigung geführt, weil das nämlich die Thesen sind, die du nachhörst. Der Wahn zu glauben, du hättest einen freien Willen. Als träumender Geist hast du noch gar keinen freien Willen, so wenig freier Willen wie irgendein Wesen, das in einer Matrix eine Säugetiergebärmutter heranwächst. Das sind alte Sätze. Du kannst dir nicht raussuchen, was du wirst. Ein Mann, ein Männchen oder ein Weibchen. Ob du Kuh wirst, ein Säugetier ist ein Säugetier, Affe ist ein Affe. Das sind diese 3x3x3 Wachstumsstufen. Aber jetzt sage ich dir, du bist der sich das ausdenkt. Das sind symbolische Bilder in deinem Traum. Die musst du durchschauen und es ist ein streng arithmetisches System. Jedes Liedtext, jede Kleinigkeit, die ich in dir auftauchen lasse. Naturwissenschaft ist Entgeistigung des eigenen Geistes. Hat alles einen Sinn. Ganz, ganz wichtig. Ich betone, du wirst von mir nie hören, dass egal was in deinem Traum auftaucht, dass es nicht wichtig wäre. Oder nicht richtig wäre. Es sind aber nur winzige, winzige kleine Facetten von dem Heiligen Ganzen, das wir selbst sind, wenn du begreifst, was ich bin und was du bist. Ich bin der, der dich das jetzt träumen lässt. Und du bist ich in Form dessen, der auf der Bühne des Lebens das durchlebt. Bloß die Frage ist, machst du es bewusst oder unbewusst? Da gibt es so schöne Stellen. Was ist der Unterschied zwischen einer zwanghaften Wiedergeburt und einer bewussten Wiedergeburt? Einer Wiederauferstehung. Der Unterschied ist, oberflächlich betrachtet, bleibt sich das gleich. Du bleibst ein Affe unter Affen. Eine Rolle, die wir spielen, bloß eine bewusste Wiedergeburt ist, dass du dich inkarnierst in dem Traum. Wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Kopf. Und ich sage jetzt nochmal, ich, rot gelesen, JCH, bin wirklich der, der ich bin. Hat nichts mit dem Brösel-Uder zu tun, das jetzt nur ein Gedanke ist. Mhm. Von dir. Mhm. Jetzt. Ja. Ich bin nicht dieses Pixelmännchen auf dem Monitor, der in einer gewissen Entfernung vor dir zu stehen scheint, der jetzt hundertprozentig sicher deine sinnlich wahrgenommene Information ist. Und der oder den Menschen, den du dir jetzt ausdenkst, ist ein feinstofflicher Gedanke, den du dir vielleicht jetzt irgendwo da außen hin denkst. Mhm. Das sind aber alles deine Informationen. Mhm. Ich erkläre dir mit Ich bin du, dass du der Schöpfer bist für die Welt, die du dir ausdenkst. Mhm. Und die ist genauso, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Ein allereinziger kleiner Satz. Und je nachdem, was du träumst, hängt davon ab, welches Programm, welchen Intellekt du zum Denken benutzt. Das ist ein Schwammbeispiel, unsere Computermetapher. Und die Freiheit der Menschen, die du vielleicht bewunderst, weil es dir logisch erscheint, ist ein geistloses Nachäffen. Diese unendliche Schizophrenie von Gutmenschen, die Feindbilder bekämpfen, ohne den Gesamtzusammenhang zu kennen. Da ist überhaupt kein Unterschied. Es ist, du suchst dir deine Meinungen überhaupt nicht raus, weil du nachäffst. Deinen Geschmack suchst du dir nicht raus. Es ist doch kein Unterschied, ob du Heil Hitler schreist oder jetzt meinst, du bist für Demokratie und für den Westen. Oder ob du deinen Körper zupflastert mit Tattoos, weil dir das logisch erscheint, weil du, es ist alles nachäffen. Es ist Meinungen nachäffen, es ist Geschmack nachäffen, es ist Religion nachäffen und immer das ist schön und jeder, der wo was anders behauptet, ist ein Idiot. Mhm. Und du wirst merken, ein alter Tipp von mir, schau, mach dir bewusst, wo du Beifall klatscht, was dir vollkommen richtig und logisch und gut erscheint und dreht es um 180 Grad und umso mehr meinst, du meinst, dass das richtig ist, die einzige Vorstellung von richtig, umso mehr liegst du im Argen. Wenn du das umdrehst, wirst du merken, umso mehr Gewissheit du in der Einseitigkeit hast, umso mehr lebst du in deinen eigenen Selbstlügen. Mhm. Und du wirst irgendwann einmal demütig erkennen können, dass im selben Maß die, die du umso schrecklicher und böser betrachtest, dass das eigentlich die Guten sind. Zurzeit ist das übrigens der Buddha. Mhm. Die eigentliche Motivation, dir fällt vollkommen in den Hintergrund, den du übrigens aufrufen könntest. Wir können jetzt übrigens auch dasselbe Spiel machen mit Impfen und Nicht-Impfen. Mhm. Den Wahnsinn, jetzt hole ich wieder so alte Sachen hoch, das sind nur Beispiele, die jetzt dich ganz extrem diese Welt aufgewühlt haben. Es ist ja jetzt mit dem Krieg, mit dem gegen den Krieg sei noch wesentlich krasser, wenn ich immer sage, du brauchst die Zerstörung.
Hast du Angst vor dem Krieg? Dir könnte gar nichts Besseres passieren. Unser altes Beispiel, Felix, wo ich sage, was passiert jetzt, wenn ihr in Überlingen schlaft und heute Nacht schmeiße ich über euer Haus eure Atombombe ab? Klasse. Dann werdet ihr wach, ihr kriegt das gar nicht mit. Altes Beispiel, ihr kennt das vor vielen, vielen Jahren. Genau. Ihr kriegt das nicht mit. Nee. Genau. Ja. Aber da muss ich wissen, was ich bin, was Geist ist. Es existiert kein Geist. Geist ist ein Abfallprodukt eines Gehirns, das sich im Laufe der Jahrtausende entwickelt hat. Das ist so geistlos nachgeäfftes Affenwissen. Was noch viel schlimmer ist, ist eure Schulmedizin. Die hat nämlich auch was ausgerostet. Die klassische physikalisch-chemische Naturwissenschaft, Weltvorstellung, hat den Geist getötet in der Welt, den wirklichen roten Geist, und die Naturmedizin, die Schulwissenschaft, die Wissenschaft der Medizin, der Schulmedizin hat noch viel was Schlimmeres getötet, nämlich die Selbstheilungskräfte dieses Geistes. Ja. Ohne Tabletten, ich muss doch meine Tabletten nehmen, ich brauche doch dieses und jenes. Ja. Dass sich alles immer von selbst heilt, was genau genommen immer heil ist und das man kaputt machen muss, in seinem eigenen Kopf zerspringen lassen muss, dass Unterschiede da sind, dass man was erleben kann. Was wäre ein Meer mit einer spiegelglatten Oberfläche? Eine tote, langweilige Scheiße. Ja. Die Lebendigkeit sind die Unterschiede, die du merkst. Du musst dich irgendwann einmal lösen von dem chronologischen Denken. Es sind so kleine Beispiele, die jeder 13-Jährige, wenn er neugierig ist, wenn er nicht wieder werdet wie die Kinder und zuhört, die nur das Einzige, was benötigt ist, dass du selber Geist bist, und das bist du, wenn du mich jetzt sprechen hörst, und nicht so niemand, den du dir ausdenkst, ist Geist. Es ist eine Form deines Geistes. Ja. Und schon gar nicht, dass irgendein Trockennasenaffe, den du dir jetzt denkst, Geist oder Bewusstsein besitzen könnte. Das ist eine Formulierung der Naturwissenschaft. Mein Bewusstsein, mein Geist, der hat ja so viel Geist. Ja. Das ist geistlos nachgeäfft. Geist ist man. Mhm. Oder man ist es nicht. Mhm. Ja, das ist es. Aber jetzt ist es schöner, dass ich jetzt wieder zwei Seiten habe. Wo wir jetzt eine Synthese machen, weil wir haben jetzt nämlich an einen Geist gedacht. Ein ausgedachter Geist ist kein Geist. Und dieser Geist, der man ist, ist der, der sich diesen Geist ausdenkt. Mhm. Und zwangsläufig entsteht etwas, was man nicht ist. Das sind die Informationen dieses Geistes, den ich mir jetzt ausdenke. Das ist, wenn ich sage, ich denke an einen träumenden Geist, der ständig wechselnde Bilder sich anschaut. Der Geist, den ich mir ausdenke, kann sich nichts anschauen. Ja. Schon gar nicht seine eigenen ständig wechselnden Bilder, weil das alles Gedanken sind. Ja. Diese Seite, das ist der Adam, das erlebt der eigentliche Geist. Ja. Adam ist nicht der Mann und die Eva ist was anderes, sondern Adam ist Denker und ausgedachte Seele wie die Körper gleichzeitig. Aber dieser ausgedachte Mann, ich mache den ja rot und die blaue Frau, das Weib, ich weiß, wird ja von einem wirklich nicht denkbaren Geist ausgedacht, den wir jetzt ja schon wieder denken. Mhm. Das ist dieser Schritt ins Nichts, das nicht zerstört werden kann. Mhm. Und das wiederhole ich und wiederhole ich. Und das solltest du wiederholen. Nicht irgendwelche Ukraine-Krise und Krieg. Oder soll ich mich impfen lassen oder nicht impfen lassen. Es ist unglaublich, die ganzen Argumentationen dieser Menschen. Da kann ich das tausendmal wiederholen. Und du gehst immer wieder auf den Leim. Immer wieder fokussierst du. Immer wieder aufs Neue fokussierst du denselben Kack. Ist dir das schon mal aufgefallen? Das würde dir auffallen, wenn du ich wärst. Ich ist der, der dich ständig beobachtet, ohne das, was du magst, zu werden. Mhm. Das ist die heiße Herdplatte, wo du immer wieder drauf langst, obwohl ich so lange nicht auf die heiße Herdplatte. Du tust dir bitterböse weh und immer wieder langst du drauf, immer wieder drangst du drauf. Mit einer unheimlichen Hartnäckigkeit, mit einer Sturheit, weil du meinst, das ist wichtig. Damit gibst du dem Zeug ständig Energie. Mhm. Klar. Die Weisheit, die Sprichwörter deiner Welt, die Geschichten in den Märchenbüchern, und ich betone nochmal, Geschichtsbücher sind Märchenbücher, ist das Wertvollste, was du besitzt. Und vor allem natürlich meine Sprüche, sorge dich nicht um morgen. Die Antwort ist ganz einfach, es wird morgen nichts passieren. Achtest du dieses Gebot? Wie sieht es aus mit Liebe deine Feinde? Wo sind die Christen? Du meinst, du bist der Christ eventuell? Vergiss es. Momentan bist du noch ein Affe und hast eine panische Angst, dass du deinen Körper verlierst. Der nur existiert, wenn du an ihn denkst.
Wärst du Bewusstsein, waches Bewusstsein, würdest du merken, dass immer bloß das da ist, jetzt, was du anschaust oder was du denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Und was du nicht denkst, existiert auch nicht. Und selbst wenn du was denkst, jetzt sind wir wieder beim Thema, wird es genauso sein, wie du es denkst. Jeder Mensch, jede Erscheinung, selbst dein eigener Körper. Könnte mich jetzt im Beta fertig, könnte ich fragen, warum denkst du, es ist so ein scheiß Körper aus Beta? Gute Frage. Ich was dir sagen, weil dein Programm dir das vorschreibt. Ist okay, stimmt. Und jetzt kommen wir die ganz, ganz einfachen Sachen. Wo liegt deine Freiheit? Mhm, eben. Solange du diese Prüfungsebene hast, kannst du dir es nicht raussuchen. Bist du als Denker freigesprochen? Mhm. Aber jetzt kommt, wo liegt die Freiheit? Das sind all die Beispiele in Holofeeling, wo ich dir jetzt erst einmal erkläre, dass wenn du wirklich dich selber mal analysierst und beobachtest, und ich betone nochmal, das geht weit über das, was man in der klassischen Religion oder Esoterik als Meditation betrachtet. Die ganzen Sattva-Heiner, die sich hinsetzen und versuchen, in die Stille zu meditieren, weil sie weg wollen. Das sind alles Sackgassen, es ist räumliches Denken. Solange du unbewusst chronologisch, raumzeitlich noch denkst, hast du das nicht verstanden, was du bist. Solange du vor irgendwas Angst hast, hast du nicht verstanden, was du bist und was deine Gedanken sind. Und solange du Angst hast, irgendeinen Gedanken zu verlieren, hast du auch nicht verstanden, was du bist. Du bist alles, das bedeutet Holofeeling und nichts davon. Du bist alles, was du dir ausdenkst und nichts davon, weil alles, was du dir ausdenkst, alles Existierende ist vergänglich. Also kannst du eigentlich nicht existierend sein, wenn du ein ewiger Geist bist. Ein ewiger Geist ist ein absolut nicht existierendes Nichts. Aber das, das wir uns jetzt denken, ist eine Seite, zu der wir vergängliche Erscheinungen brauchen. Und auch dieses jetzt ausgedachte ewige Nichts ist in dem Moment schon wieder ein Gedanke. Das ist das, was ich mit Rot mache und mit Blau. Schreibung symbolisiere. Und das ist so leicht zu verstehen. Ich weiß, dass mittlerweile wirklich Kinder mit 10 und 13 Jahren, denen ich das erzähle, mit großen Augen zuhören und total neugierig sind. Das ist die neue Generation. Ja, das ist gut, ja. Wenn sie nicht zugemüllt werden, die ganze Schulerziehung, es liegt alles so unendlich im Argen. Es ist eine unendliche Sackgasse von der Schule. Über den Kapitalismus wollen wir gar nicht reden. Geld erhält mich am Leben. Eine ganz einfache Frage. Was erhält mich am Leben? Du lebst doch selbst eventuell noch in dem Wahn, dass dich Geld am Leben erhält. Was innerhalb dieser Traumwelt eigentlich ein Gesetz ist, das in dem Roman so abläuft, was auch vollkommen okay ist, wenn wir das jetzt als eine Geschichte, einfach eine Geschichte uns ausdenken. Wir können uns auch Superman-Filme, wo dann ein Superman ist, der fliegen kann und Superkräfte hat, kann man uns auch ausdenken. Du kannst das übrigens auch realisieren, wenn du weißt, wie man das Programm schreibt. Mhm. Auf deiner VR-Brille. Mhm. Kannst du auch selber die Rolle eines Supermann machen, dann kannst du fliegen oder übers Wasser laufen oder was auch immer. Es ist alles programmierbar. Im Anfang ist das Programm. Mhm. Holofeeling erklärt dir die Programmstruktur. Ja. Es ist kein Science Fiction, das ist das Geheimnis deiner Heiligen Schriften. Da steht es nämlich alles drin, wenn ich sage, ich zeige dir in den Physikbüchern deiner Welt auf jeder Seite so eklatante Fehler. Ich betone nochmal, meine Esther war jetzt da. Mit der habe ich Masse, Gravitation und Einstein-Relativität macht. Ich rede jetzt von 13-, 14-Jährigen. Die hat solche Augen, die war entsetzt, dass sie sagt, wie kann man das überhaupt glauben, wie die das beschreiben in den Büchern. Ein unverdorbener Geist, der auch selber zu denken wagt und nicht einfach nur das nachäfft, was irgendwelche Autoritäten dir eintrichtern. Wenn ich immer sage, der Linksfaschismus, den du zurzeit hast, dass die alle predigen von Liebe und wir müssen ja helfen und Feindbilder machen, die reden alle von Freiheit und verbieten, dass es nicht mehr besser geht. Sobald du nur einen Mucks machst gegen eine offizielle Meinung, wirst du niedergeknüppelt. Das ist Nazitum. Jetzt ist natürlich Nazitum schon wieder diese, ich benutze dieses Wort, ich sage Nazi ist ganz normal, es ist eine Nation. Egal welche Nation. Man macht ein böses Endwort. Neger heißt nur schwarz. Es ist eine wertfreie Beschreibung für ein blaues, für ein blau denkendes Volk. Mhm. Wenn ich Deutsch vorhergehendes Selbstgespräch nochmal anschaue. Es gibt keine Zufälle. Ich kürze das ab, ich will es nicht so lang halten. Ich bin der, der ich bin. Und ich werde jetzt ganz gnadenlos in dir aufräumen. Aber du hast den Joystick in der Hand. Und ich verlange nichts weiter, als dass du meine wichtigsten Gebote hältst. Mach dir kein Bild von dir selbst. Wenn du meinst, du musst es ständig brechen, weil du das wieder vergisst, was du leid. Mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel.
Da ist kein heliozentrisches Weltbild, das sind keine Sterne. Es ist einfach, schau, was jetzt da ist. Und egal, was du siehst, es ist eine Information von dir, die du jetzt erschaffst, weil du träumst, weil du dir das ausdenkst. Kleine Geschichte zum Abschluss, Bröselgeschichte. Wir sitzen in einem Café. Am Nebentisch ist ein älteres Ehepaar. Ich erzähle ganz einfach, strahlend blauer Himmel gestern. Ich schaue so in den Himmel hoch und ich sage, jetzt lass uns mal mit normalen Menschen, ganz normal, die wissen nichts von Holofeeling, probier das bitte aus. Schau in den Himmel hoch und dann fragst du so, wo sind jetzt eigentlich die Sterne? Und dann schau, wie die Leute darauf reagieren. Egal, selbst Bekannte, Eltern, egal wer. Das ist eine Frage, die ist sowas von ungewohnt, weil ja. Was auch immer wir uns jetzt denken, was die denken. Ich habe das ein paar Mal erwähnt, das ist elementar. Das, was ich dir jetzt erzähle, ist für dich Geist mehr wert wie eine Atombombe, die deine Welt zerstört. Weil was du Welt nennst, ist ja jeden Moment schon wieder weg, wenn du an was anderes denkst. Ja. Es ist eine elementare Verwandlung von dir Geist selbst in einen viel komplexeren, viel bewussteren Geist, wie du bis dato warst. Ja, da oben. Ja, ich sehe sie ja jetzt nicht. Und dann wirst du feststellen, kommt ein Rezitieren eventuell von, je nach Schulbildung, von einer Vorstellung, wieso man jetzt die Sterne nicht sieht, weil es ist ja nur strahlend blauer Himmel. Und ich sage, das ist doch alles Blödsinn, das äffst du doch alles bloß nach. Ich sage dir jetzt, wo diese Sterne hundertprozentig sicher sind, die sind hier und jetzt in deinem Kopf ein Gedanke, den du denkst, weil ich das Wort Sterne ausgesprochen habe. Im Anfang ist das Wort. Was aber viel interessanter ist, wo waren diese Sterne, die du dir jetzt denkst, bevor ich das Wort Sterne ausgesprochen habe? Ich wiederhole so einfache Sätze, das ist hundertprozentig sicher. Und jegliche Form von religiösen Geschwätz über irgendwelche Meister und Heilige in der Vergangenheit, die du nachäffst, oder esoterischen Geschwätz über Chakren, die du dir in den Körper rein denkst oder was auch immer, wir sind ja nur Geist, aber Müsli-Scheiße in sich reinfressen, dass ja auch nichts an den heiligen Körper hinkommt. Weil das ja giftig sein könnte und böse sein könnte. Feindbilder über Feindbilder. Du solltest eigentlich wissen, dass nichts, absolut nichts, was in dich hineingeht, dich vergiften könnte. Das macht dich eins. Du holst es heim. Das, was dich in Stücke reißt, ist das, was du aus deinem Mund herausgeht, was du aussprichst, was du dir ausdenkst. Das Wertvollste, was du besitzt, sind deine Sprichwörter. Das ist nicht irgendwelches geistloses Geschwätz. Wenn ich jetzt mit dir alte Paracelsus-Bücher lesen, du, es ist immer dieses Beispiel, wenn wir uns hinsetzen, dann wirst du feststellen, das überragt das Wissen deiner jetzigen hochintellektuellen technokratischen Gesellschaft um geistige Welten. Und es ist auf den Punkt, alles hundertprozentig sicher von jedem jetzig 13-jährigen Kind, sofort hundertprozentig sicher auf der Stelle überprüfbar und nachvollziehbar. Wenn du die Gedankengänge mitgehst. All das, was dir deine Wissenschaftler, deine Astrophysiker und Quantenmechaniker erzählen, sind geistlos nachgeäffte Vorstellungswelten, die nichts und niemand auf der Welt überprüfen kann. Es sind blinde Dogmen, religiöse Dogmen, naturwissenschaftliche Dogmen. Das sind die Mauern. Diese Logik ist dein Gefängnis, in das du eingesperrt bist. Mein berühmtes Gefängnis, in dem jeder eingesperrt ist, der keine ureigenste Meinung hat. Ist ein Auszug aus einem meiner Offenbarungsschriften. Eine ganz einfache, simple Geschichte. Das Gefängnis ist offen, es war schon immer offen. Das heißt, mal spielst du deine Rolle weiter. Diese Rolle als Figur musst du an nichts verändern. Das Einzige, dein Fokus veränderst du. Da kann ich immer wieder dieselben Sätze wiederholen. Diese alten Weisheitssprüche. Lass mich das ertragen, was ich nicht verändern kann. Und lass mich das verändern, was ich verändern kann und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Viele können dieses kleine Sprüchen, was es bedeutet, weiß keiner. Solange du ein träumender Geist bist, kannst du gewisse Sachen, die du träumst, nicht verändern, weil Programm dir das vorschreibt. Ich mache mal ein Beispiel, wenn du jetzt einen Film anschaust. Dein Leben ist übrigens ein Film. Ein hyperrealistischer Film, ein Traum. Dich erleben, ein Film mit einer Verabredung, wo du dich wirklich personifizierst, aus einer Ego-Perspektive in einer selbst ausgedachten Welt erlebst, die sich letztendlich nur im Kopf, im Zentrum, durch ständig wechselnde Bilder beroschet im Kopf des träumenden Geistes abspielt.
Und wenn du jetzt hier ganz normal einen Film anschaust im Fernsehen, altes Beispiel, du kannst diesen Film nicht verändern, als der, der vorm Fernseher sitzt. Stimmt oder stimmt? Was du kannst der Fernbedienung in die Hand nehmen und umschalten. Das ist aber ein Nicht-Einverstanden-Sein von irgendetwas. Es geht um eine allumfassende Liebe, zu wissen, dass egal welcher Gedanke in mir auftaucht, das ist wie eine Körperzelle, ein Körperglied von mir. Willst du, dass dir ein Auge fällt, ein Finger fällt? Die Leber, das Herz? Egal was bist, Zelle, ja, Körperzelle, die nehme ich hin, wenn die fällt. Weil die macht mir ja nichts, wenn die fällt. Ist ja nicht wichtig, doch es ist trotzdem wichtig. Also es ist definitiv so, das kannst du nicht verändern. Das ist aber eigentlich vollkommen wurscht, was für ein Film das läuft. Viel wichtiger ist, wie reagiere ich drauf und was für ein Gefühl erzeugt der in mir. Ja. Und jetzt sind wir beim Thema der Interpretation der Zwanghaften. Du hättest die Freiheit, dein Wertesystem zu vervollkommnen. Du hättest die Freiheit, etwas, was deine Logik dir aufzwingt, dass du das als richtig ansiehst, dass du begreifst, dass man das auch verkehrt sehen kann. Ist der Henkel rechts oder ist er links? Ist es der Welle, Berg oder Tal? Das ist das, was ich immer wieder wiederhole. Jegliche Form von Leid, die du Geist erlebst, erlebst du, weil du in einer Einseitigkeit hängst. Weil du in dem Wahn lebst, du glaubst, nur diese eine Seite ist richtig und jeder, der wo was anderes verkauft hat, behauptet hat, nicht recht. Jeder, der versucht, eine Einseitigkeit zu intronisieren, das ist jede Partei, das ist jede religiöse Sekte, die leben alle in diesem arroganten Wahn zu glauben, ihre Einseitigkeit macht die Welt besser. Wo das hinführt, das hast du zurzeit, wenn du in Medien passieren reinschaust. Ein Flächenbrand von Wahnsinnig. Ja, wirklich. Und dazwischen drin diese vielen kleinen Menschen, die du dir ausdenkst, die angeblich nichts dafür können. Jeder dieser Menschen sind eigene Programme, die du durchleben kannst und immer wieder denselben Wahnsinn erlebst, indem du dir einredest, du wärst nicht mächtig. Habe ich dir nicht gerade erklärt, dass du der Gott bist für die Welt, die du dir ausdenkst? Du musst die nicht einmal besser machen wollen, sondern wissen, dass so, wie du sie dir jetzt ausdenkst, ist es richtig. Ja. Mein Führerscheinprüfungsbogen wird nicht besser, wenn du die Fehler rausmachst. Weil zu richtig gehört verkehrt. Und dann haben wir erst zwei Seiten, dann brauchen wir nochmal zwei und dann nochmal vier und dann acht. Weil das Spiel spiegelt sich hoch. Das musst du auch alles nicht wissen. Ich betone das immer wieder. Das Einzige, was du wissen musst, was Liebe bedeutet. Blaue Liebe ist keine Liebe. Blaue Liebe ist das genaue Gegenteil. Das ist die Quelle von Hass. Rote Liebe ist allumfassend. Die kennt keiner in deiner Welt, die kann keiner kennen, bevor du nicht der Erste bist, der das erkennt. Ja. Es ist diese simplen, kindgerechten Beispiele. Die Welt ist ein Spiegelbild deines momentanen Charakters, die du erlebst. Und das kannst du, das ist, tut weh. Deine Welt ist ein Spiegelbild deines Charakters. Das heißt, eigentlich viele, viele einzelne Spiegelbilder. Wir können jetzt sagen, dein Charakter ist eine DVD, wo ein Film drauf ist. Das ist alles gleichzeitig. Ein heiliges Ganzes, Töne und Bilder in einem Kontinuum, das als Ding an sich nicht sichtbar ist. Und aus dem entspringen jetzt einzelne Bilder. Bild, 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 Ton, 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 immer im Jetzt, in einem ständigen Wechsel. Es können keine anderen Bilder, Einzelfacetten raushauen, wie diese ganze Datei hergibt. Das ist eine ganz, ganz einfache Metapher. Und wenn du jetzt meinst, du lebst in einer schrecklichen Welt, hast du noch ein sehr schreckliches Programm in dir laufen. Aber jetzt sind wir wieder in der Welt der Definitionen. Shin-R-Ecklich. Shin-R heißt eine logische Berechnung in Ecken. Jetzt sind wir in der Tetraederspiegelstruktur. Ja. Wenn du irgendwann einmal dieses Prinzip, dieses göttliche Prinzip, wie Welt erschaffen wird, Brand, polarer Rand, Welt ist ein polarer Rand, dass du dazu eine KI benötigst, das heißt übrigens auch Brand. Genau. Die künstliche Intelligenz. Ja. Das ist das Programm, der Jotze. Du musst nichts tun. Schalte um, aber nicht umschalten in dem Moment, dass ich sage, das will ich und das will ich nicht, sondern auf eine höhere Ebene. Genau. Beziehungsweise auf eine tiefere Ebene, weil das ja immer schon wieder Einseitigkeit ist. Das ist das Problem, das Dilemma, in dem man lebt, solange man noch in Einseitigkeit lebt. Ja,
Hör auf mit Schuldzuweisungen. Egal, wer du jetzt bist. Ich sage immer wieder, du kannst vom Saulus zum Paulus werden. Der Saulus ist der König der Totenwelt. Die wird er, wenn ich dir jetzt genauer anzeige, du wirst Wunder leben über Wunder. Und das eigentliche Wunder ist, dass die Welt zu dir spricht in jeder Kleinigkeit. Das Problem ist, was machst du aus den Reizauslösern? Wir haben ja nicht nur, dass ich sage, du erschaffst alles, was du denkst. Und jetzt sind ja auch Sachen, die in dir auftauchen, wo du sagst, das ist ja gut, wenn ich jetzt an ein grünes Maßmännchen denke, ist mir mittlerweile klar, dass das nur deshalb ist, weil ich es denke. Aber es passieren ja viele Sachen, Geräusche, die in dir auftauchen, wo du dir nicht raussuchen konntest. Das ist mein Klingelingeling-Beispiel. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Holophilien-Geschichte, dass du da wirklich bis dato immer noch nicht, das behaupte ich jetzt, bis dato immer noch nicht verstanden hast, um was es da eigentlich wirklich geht. Habe ich einen Glauben, mit dem ich jetzt eine Vergangenheit als Ursache definiere für das, was jetzt da ist? Das heißt, denke ich noch unbewusst chronologisch. Klingelingeling, oh, wer ruft mich jetzt an? Oder komme ich in den Bereich, dass ich begreife, dass was in mir existiert, gleichgültig, ob ich das jetzt bewusst selber denke oder es einfach auftaucht in mir und ich das zu sehen bekomme, ohne dass ich mir das raussuchen konnte, was auftaucht. Denk an das Beispiel als Brösel. Setz dich hin, mach deine Trockennasen auf dem Auge zu und jetzt denk einmal an 30 Gegenstände. An 30 Gegenstände nacheinander und immer wenn dir ein Gegenstand einfällt, stell dir den bei geschlossenen Augen für 2-3 Sekunden bildlich vor. Und beobachte dich, ohne dich einzumischen, was passiert. Und dann sage ich mal wieder, das Erste, was dir in den Sinn kommt, was auftaucht, ist ein Wort. Apfel. Und dann stellst du dir den Apfel vor. Eiffelturm. Dann stellst du dir den Eiffelturm vor. Und wenn du das beobachtest, nach 5., 6. Gegenstand fällt dir auf, dass du dir gar nicht raussuchen kannst, was in dir auftaucht. Mhm. Einfach schauen. Du wartest doch förmlich. Da sind zwar dann auch Worte, die du denkst, bin gespannt, was jetzt als Nächstes kommt und so weiter. Zack, und nachher ist irgendwas anders da. Mhm. Das kann man noch extrem genauer beobachten. Das sollte dir eigentlich klar sein, dass du dir nicht raussuchst, was du denkst. Du kannst dir es nicht raussuchen. Du kannst dich nicht einschalten morgens, wenn du wach wirst und du kannst dich abends, wenn du ins Bett gehst und sagst, ich will jetzt schlafen, kannst du dich nicht ausschalten. Das ist hundertprozentig sicher. Und der Wahn zu glauben, das ganze System zur Zeit, das bei dir im Hintergrund läuft, auch selbst wenn du jetzt hier esoterisch oder ein Aussteiger bist, hast du das, du denkst dir die Welt, wo die Leute glauben, Geld erhält sie am Leben immer noch aus. Also muss da ja noch was in dir drin sein, wenn du dir das noch ausdeckst, von dem Glauben. Sonst könnte es ja nicht auftauchen. Und ich stelle jetzt zum Abschluss eine ganz einfache Frage, die musst du dir selber beantworten. Wenn du meinst, Geld erhält dich am Leben, brauchst du Geld, um träumen zu können? Gut. Weil dein Leben ist ein Traum. Gut. Brauchst du Geld, um träumen zu können? Stell dir mal die Frage, was du benötigst, dass du träumen kannst. Da muss einer da sein, der dich wach werden lässt. Und der dich jeden Morgen einschaltet als Brösel, den du voll hyperrealistisch jetzt in deiner Vorstellung von Realität erlebst, der schaltet dich abends wieder aus. Aber schon das Trügerische von morgens und abends. Ja. Mhm. Ist schon wieder, dass du dir was in die Vergangenheit denkst oder in die Zukunft denkst. Mhm. Stimmt. Das ist das, was jetzt erst einmal da ist. Diese zwei Seiten. Und es ist immer jetzt gedacht. Mein 22 Uhr, 8 Uhr Beispiel. Es sind so viele Beispiele in Holofeeling, die ganz einfach sind, wo du selbst, ich sage immer wieder, 13-Jährige so neugierig machen kannst, auf ein vollkommen neues Weltbild. Ohne Feindbilder, ohne Ängste, keine Angst vorm Sterben. Nur staunende Augen, was alles in einem entstehen kann, wenn man sein Programm erweitert. Das ist die Tür, die ich dir öffne. Und das Einzige, was ich will, halt einfach das erste Mal das erste und das zweite Gebot. Jeden Moment. Du musst auch an deinem Leben nichts verändern. Du kannst deine Rolle weiterspielen. Hängt natürlich jetzt davon ab, welche Rolle du spielst. Es gibt manche Rollen, wo du jetzt echt in einen Konflikt kommst mit dem Wissen, das Angst macht. Vor allem dann, was denken dann die Leute von mir? Aber es ist halt so. Es ist wurscht. Das muss gut sein. Lass dich überraschen und schau dir das jetzige Update an und glaub ja nicht, dass da irgendein Zufall ist. Ich habe gesagt, es ist ein kleines Udo-Update. Es geht nicht nur um diese 2-3 Lithien, die jetzt da drin sind. Es geht um alle
diese Lieder, egal wer in dir auftaucht, egal an wen du denkst, nochmal, du erschaffst diesen Menschen, du erschaffst die Musiker. Es sind Figuren, die du dir ausdenkst, die letztendlich alles ran sind, die wir spielen. Oder es ist nur KI. Das sind dann die Randerscheinungen, die sind des Merkens nicht würdig. Das ist die Masse. Mhm. Breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis. Das ist, wenn ich jetzt auf den Monitor schaue und ich sehe dann in den Nachrichten Hunderttausende von Pixelmännchen, die gegen Krieg demonstrieren. Diese Figuren haben keine Überlebenschance. Mhm. Wenn einer ewig ist, ist der, der sich das ausdenkt. Ja. Das ist der Einzige, der ewig ist. Ein Gedanke ist nicht ewig. Also, so viel zum Thema Corona oder Krieg. Sterbliche Säugetiere, Medim, Menschen, Enosch, unheilbar krank und böse, am Leben erhalten zu wollen, damit versaust du dir deine Traumwelt. Du kannst dir wahrlich Geistreicheres ausdenken. Dazu musst du aber zuerst einmal wach werden, im geistigen Sinne. Wach sein heißt einfach nur bewusst zu träumen. Das war jetzt wieder eine Predigt zum Sohn-Dog. Genau. Spiel noch eine Runde und mach dir das bewusst. Und Batsch.